Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. In der heutigen Folge schauen wir uns mal an, wie man Color Graden kann. Los geht's wie immer nach dem Intro. Ja, damit ich hier mein Video hier color graden kann, wollen wir zuerst mal hier die Titel auf eine separate Ebene schieben, denn diese wollen wir eigentlich nicht verändern oder color graden. Wenn wir das getan haben, haben wir hier eine freie Videoebene und wir gehen hier drüben auf das neue Objekt, neues Objekt. Und erstellen uns eine neue Einstellungsebene. Diese wird mir hier mit den gleichen Einstellungen, wie wir hier das Video haben, respektive die Sequenz haben, übernommen. Ich klicke hier auf OK und habe dann hier eine Einstellungsebene. Ich kann diese noch umbenennen oder Einstellungsebene Color Grade sie benennen, damit ich das auch weiß. Dann ziehe ich mir diese Ebene hier auf die Timeline und setze sie hier auf die Videoebene 2. Verlängere das Ganze hier bis nach hinten, damit hier das ganze Video von dieser Einstellungsebene überdeckt ist. Ihr wisst ja, in Premiere Pro geht von oben nach unten jede Ebene über die andere. Also diese Titelebene steht über der Einstellungsebene und der Videoebene und diese Einstellungsebene steht über der Videoebene. Das führt dazu, dass das, was ich hier auf der Einstellungsebene einstelle, auch auf die Videoebene darunter übernommen wird, nicht aber auf die Titelebene hier oben. So, nun starten wir mit dem Color Graden. Ich stelle hier, klicke hier auf die Einstellungsebene, dass diese markiert ist und gehe hier drüben auf die Farbe. Und ihr seht, Premiere Pro öffnet sich jetzt hier mir das Fenster für das Color Graden. Ich kann hier zum einen mal eine einfache Korrektur machen, indem ich hier über dieses Look eine sogenannte Lookup Table lade. Hier sind schon einige drin. Ich wähle hier mal eine aus, nehme mal diese Fuji. Und ihr seht, schon verändert sich hier mein Bild über das ganze Video hinweg. Wenn ich hier Scharfzeichner hinzufüge, seht ihr, wird das Ganze schärfer, also das ganze Bild vom Video wird geschärft. Das Dynamik, ich kann das hier auch total übertreiben. Ihr seht dann hier beim Hubschrauber rechts ist das bereits schon zu viel, die Sättigung. Dann werden die Farben echt knallig, das ist auch zu viel. Gehe mal hier wieder auf jeweils auf 0 runter, so, und beim Scharfzeichner auf 18 und hier wieder auf 100%, dass das wieder Standard hat. Ich kann hier natürlich auch noch unten hier weitere Sachen einstellen. Ich kann hier mit einer Kurve arbeiten, analog dem, was man auch in Photoshop kennt. Ich kann hier die hellen Töne anheben oder absenken oder hier oben die dunklen Töne anheben und absenken. Ich kann hier also auch so eine S-Kurve erstellen. Dann kann ich hier unten zum Beispiel eine Vignette erstellen, indem ich hier, man sieht das schön, die Ränder ein wenig abdunkle. Die Rundheit größer mache und hier eine weiche Kante hinzufüge. Bei der Kreativkorrektur kann ich hier die Lookup Tables, die ich hier bereits geladen habe, auch andere verwenden. Ich habe hier andere bereits drin. Wenn ich hier draufklicke, dann seht ihr, wie das Ganze etwas bläulicher.
Ich kann dann mich hier durchklicken und sehe dann da drüben im Vorschaufenster, wie das Ganze in etwa aussieht. So wäre es krass blau. Und so kann ich hier mich durchklicken und wenn mir eine Einstellung gefällt, kann ich diese übernehmen. Jetzt mal hier schauen, wie das CineSpace aussieht. Das sieht relativ dunkel aus. Ich kann hier die Intensität etwas zurücknehmen. Und dann glaube ich, lassen wir das so. Mal schauen wir das mal an, wie das aussieht. Ja, das gefällt mir doch schon sehr gut. Wenn ich weitere Lookup Tables laden möchte, gehe ich hier drauf und gehe hier auf Durchsuchen. Dann geht mir hier die Festplatte auf und ich kann hier suchen, wo ich andere Lookup Tables abgespeichert habe. Solche Lookup Tables könnt ihr überall im Internet herunterladen. Die meisten sind kostenpflichtig, einige sind gratis. Ich habe hier auf meiner Webseite markusernst.fotografie auch im Store einige gratis Lookup Tables. Diese könnt ihr euch runterladen. Ich repetiere nochmal, wir können hier eine Einstellungsebene erstellen, um darüber die Farben zu korrigieren. Diese Einstellungsebene muss, wie gesagt, über dem Video sein, über dem Videomaterial sein, damit diese Einstellungsebene sich auch auf die darunterliegenden Ebenen auswirkt. Die Korrektur mache ich hier in Farbe. Ich kann hier entweder Lookup Tables laden, hier, oder via einfache Korrektur hier analog von Photoshop die Temperatur, die Färbung und so weiter ändern. Die Belichtung, den Kontrast, die Glanzlichter, Schatten, das kennt man ja alles aus Photoshop oder anderen Fotobearbeitungssoftware. Nächste Woche geht es dann weiter und wir schauen uns an, wie man mit sogenannten Subclips schnell und einfach arbeiten kann. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit, probiert das Ganze doch einfach aus und wir sehen uns wieder in einer Woche. Bis dahin, bleibt kreativ. Tschüss!